Mit einer großen Sonnenbrille und einem Bündel Bargeld kann man in New York alles sein. Das beweist nun Anna Delfay, 27, die der New Yorker High Society hunderttausende Dollar aus der Tasche zog. Heute sitzt sie vor Gericht, aber ihr Kuriosum soll nun verfilmt werden und die erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods kämpfen um die Hauptrolle. Die Geschichte von Anna Delfay hat den Glam aus Sex and the City, den Skandalcharakter aus Gossip Girl und den Hauch Kriminalität aus White Collar. Ihr unfassbarer Betrug wurde in einer Reportage des New Yorker Magazin aufgedeckt. Eine junge Frau mit Puppengesicht, Porzellanteint und fuchsroten Haare schlich lange im Unterholz des Big Apples herum. Sie nannte sich Anna Delfay und gab an, die Tochter eines deutschen Soul-Aranlagen-Produzenten mit großem Vermögen zu sein. In Wirklichkeit heißt sie Anna Sobrukin, ist Russin und zog im Alter von 16 Jahren mit ihrem Vater, einem LKW-Fahrer, nach Eschweiler, NRW. Mit 20 Jahren entschied sie sich gegen das Leben in der Kleinstadt und zog für ein Praktikum beim Bouable Magazine nach Paris. An der Seite von Olivier Zahm, dem Co-Gründer des Magazins, schnupperte sie zum ersten Mal die Luft der Superreichen, plötzlich erlebte sie die Mode von Größen wie Azzedine Alaya und Alexander McQueen hautnah, flog übers Wochenende nach Santiago und tanzte mit der Elite auf den Aftershow-Partys der Pariser Fashion Week. Sie war eine der Personen, die überall waren, so nickelt Marketingdirektor Tommy Salle in der Reportage über Anna. Aber das reichte dem Rotschopf nicht und sie flog nach New York, um ihren eigenen American Dream wahr werden zu lassen. Dort blendete die junge Frau die High Society mit Designer-Klamotten und Bargeld. Sie kam in Gucci-Sandalen und Celine-Sonnenbrille in mein Leben. Anna hat mich öfters zum Wellness- und Wochenendtrips eingeladen. Am Ende krallte sie sich 62 Dollar. 000, so die Vanity Fair, Redakteurin Rachel Deloache-Williams in ihrer eigenen Reportage. Und genau das war Annas Masche, sie bestach ihre Opfer mit falscher Großzügigkeit und lieh sich danach eine viel größere Summe aus, die sie nie zurückzahlte. Vor ihren Freunden behauptete die heute 27-Jährige eine Stiftung auf der Park Avenue zu eröffnen. Dazu brauchte sie einen Kredit in Höhe von 25 Millionen US-Dollar, der sie zu ihren eigentlichen kriminellen Machenschaften brachte. Um ihr Kreditwürdigkeit zu beweisen, soll sie falsche Dokumente vorgelegt haben, Banken und Investmentfirmen getäuscht haben. Erst an dieser Stelle brach ihr Lügengerüst zusammen. Während reiche Privatpersonen ein paar tausend Dollar Schulden schnell vergessen, schien sich Anna Delfay mit dem versuchten Betrug elitärer Finanzinstitutionen überschätzt zu haben. Im letzten Oktober wurde Anna Delfays Spiel in New York ein Ende gesetzt. Sie sitzt nun im Gefängnis von Rikers Island, wo sie auf ihren Prozess wartet. Die Anklage lautet, schwerer Diebstahl und versuchter schwerer Diebstahl. Die zuständige Richterin Diane Kiese sagte laut, Jezebel, jüngst. Sie zeigt sich nicht einsichtig und interessiert sich nur, wer in der Verfilmung ihre Rolle übernehmen wird. Die gebürtige Russin sorgt nämlich nicht nur in der Justiz für Unterhaltung. Netflix hat sich inzwischen die Rechte an der Geschichte gekauft und plant einen Film mit Drehbuchautorin Shonda Rhimes, Grey's Anatomy. Aber wer wird in die Rolle der Trickbetrügerin schlüpfen? Laut ihrer einstigen Freundin F. Davis, soll Anna sich eine Verkörperung von Jennifer Lawrence, 27, oder Margot Robbie, 28, wünschen. Darüber hinaus käme auch die britische Schauspielerin Florence Pugh, 22, der Prellerin optisch sehr nah. Twitter-User vermuteten, dass auch Lindsay Lohan, 32, die Protagonistin darstellen könnte und würden sich über ein Comeback der Skandalnudel freuen.